2024 neigt sich dem Ende zu, aber es ist nicht zu spät, die Veränderungen umzusetzen, die du dir vorgenommen hast. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um zu manifestieren. Der Vollmond im August ist hier, um dich zu einem Leben voller Träume zu führen. Und hier zeigen wir dir, wie es geht. Willkommen zu deinem Erwachen. Hier erforschen wir das menschliche Potenzial und wie man es erreicht. In diesem Video werden wir untersuchen, warum der August die perfekte Gelegenheit ist, um das Beste aus den Vorsätzen zu machen, die du dir gesetzt hast, und deine Wünsche anzuziehen. Dr. Joe Dispenza, ein internationaler Autor, Dozent und Forscher, hat ausführlich über Manifestation gesprochen und wie man sie optimiert, um das Leben zu verbessern. Lass uns sehen, wie wir seine Lehren nutzen und mit der besten Manifestationsperiode kombinieren können, um dein Traumleben freizuschalten. Bleib dran, um deinen Zielen einen Schritt näher zu kommen. Dies ist ein einzigartiger Lebensführer, den du nicht verpassen möchtest. Lass uns eintauchen. Die spirituelle Bedeutung des Vollmonds im August 2024 und Anzeichen eines dimensionalen Wandels. Die Periode vom 1. bis 15. August 2024 ist durch einen Vollmond gekennzeichnet, der als mehr als nur ein astronomisches Ereignis angesehen wird. Diese Mondphase wird als Tor zu vibrationaler Veränderung und einem Übergang in die fünfte Dimension betrachtet. Viele Menschen haben möglicherweise kürzlich das Gefühl gehabt, dass bedeutende Veränderungen stattfinden, was mit den universellen Schwingungen in dieser Zeit übereinstimmt. Diese transformative Periode ist durch verstärktes spirituelles Erwachen und ein erhöhtes Bewusstsein für unsere Verbundenheit mit allem Sein gekennzeichnet. In diesen zwei Wochen sollen 8 aufschlussreiche Signale darauf hinweisen, dass wir eine Schwelle in eine neue Realität überschreiten. Diese Signale spiegeln sowohl innere als auch äußere Veränderungen wider, von erhöhter Synchronizität bis hin zu schärferer Wahrnehmung von Emotionen und Gedanken. Der Vollmond im August dient als mächtiges Symbol für Wiedergeburt und neue Chancen. Seine Energie soll diese Signale intensivieren und deutlicher und kraftvoller machen. Der 19. August wird von einem Vollmond geprägt. Vollmonde sind ideal für Klarheit und das Loslassen von Dingen, die dir nicht mehr dienen. Nicht nur das, sondern auch mit der strahlenden Sonne und der Energie des Sommers auf ihrem Höhepunkt bietet dieser Monat mehrere optimale Tage, um deine Absichten zu setzen und deine Wünsche anzuziehen. Die Energien des Supermonds, die verschiedenen Mondphasen, beeinflussen unsere Emotionen und unser Wohlbefinden auf unterschiedliche Weise. Ein Vollmond ist die mächtigste Phase, da ihr vollständig erleuchtetes Erscheinungsbild energetische Magie erzeugt. Es ist die perfekte Zeit, dein Traumleben zu gestalten. Am 19. August 2024 wird der Nachthimmel von einem außergewöhnlichen Vollmond erleuchtet, der gleichzeitig ein Supermond, ein blauer Mond und ein Störmond sein wird. Diese seltene Ausrichtung kombiniert mehrere astrologische Phänomene und bietet einen kraftvollen Moment für Reflexion, Transformation und Manifestation. Ein Supermond tritt auf, wenn der Vollmond mit seinem nächsten Punkt zur Erde, dem Perigäum, zusammenfällt. Am 19. August wird der Mond etwa 226.000 Meilen von der Erde entfernt sein, was ihn deutlich größer und heller erscheinen lässt als gewöhnlich. Astrologisch verstärkt diese erhöhte Helligkeit die Energien des Vollmonds. Es bedeutet einen Höhepunkt der Klarheit und Erleuchtung und bietet eine kraftvolle Gelegenheit, Absichten zu setzen und zu verfeinern. Nutze diese erhöhte Energie, um Einblicke in dein persönliches Wachstum zu gewinnen und dich auf die Erreichung deiner langfristigen Ziele zu konzentrieren. Der Vollmond am 19. August ist als Störmond bekannt, benannt nach dem Störfisch, der zu dieser Zeit in nordamerikanischen Seen reichlich vorhanden war. In der Astrologie symbolisiert der Störmond Fülle, Weisheit und Transformation. Dieser Mond lädt uns ein, über unsere persönlichen Errungenschaften nachzudenken und zu überlegen, wie wir weiter wachsen können. Es ist eine günstige Zeit, unsere Ressourcen zu bewerten und für zukünftigen Wohlstand zu planen. Erwäge, Bereiche in deinem Leben zu erkunden, in denen du Wachstum und Fülle suchst, und setze umsetzbare Ziele, um diese Wünsche zu manifestieren. Zusätzlich ist dieser Vollmond auch ein blauer Mond. In astrologischen Begriffen bezieht sich ein blauer Mond auf den zweiten Vollmond innerhalb eines Kalendermonats.
Obwohl blauer Mond einen blauen Farbton suggerieren könnte, wird dieser Mond tatsächlich aufgrund atmosphärischer Bedingungen einen roten Farbton annehmen. Dieser rote Farbton symbolisiert intensive Emotionen und Transformation. Die Seltenheit des blauen Mondes zeigt die Bedeutung, diese Zeit für Veränderung und tiefgehende Selbstreflexion zu nutzen. Es ist ein Moment, um deinen persönlichen und spirituellen Fortschritt zu bewerten und deine Ziele mit deinen wahren Wünschen in Einklang zu bringen. Quantenmanifestation. Nachdem wir nun gelernt haben, warum der August spirituell bedeutsam ist, fügen wir die Quantenmanifestation hinzu und sehen, was wir praktisch tun können. Albert Einstein fasste die Manifestation gut zusammen. Alles ist Energie und das ist alles, was es gibt. Passe die Frequenz der Realität an, die du willst. Und du kannst nicht anders, als diese Realität zu erreichen. Es kann keinen anderen Weg geben. Das ist keine Philosophie, das ist Physik. Manifestation funktioniert nur, wenn das, was wir denken, fühlen und tun, ständig im Einklang ist. Dr. Dispensas Methode besteht darin, täglich Visualisierungsmeditationen zu machen, um Konzentration und erhöhte Emotionen zu kultivieren. Quantenmanifestation kombiniert unsere Wünsche, Emotionen und Anstrengungen und heißt die Unterstützung des Quantenfeldes willkommen. In den Worten von Dr. Joe Dispenza: Anstatt Ursache und Wirkung sind wir Ursache einer Wirkung. In der Quantenmanifestation erkennen wir, dass wir unsere Realität mit Hilfe der universellen Intelligenz mitgestalten. Wir geben unsere Wünsche an das Unbekannte ab und vertrauen dem Prozess. Partikelrealität wird durch das Kollabieren spezifischer Wellen, mit denen wir uns durch das Quantensignal, das wir mit unseren Gedanken, das heißt Geist, und Gefühlen, das heißt Körper, erzeugen, in physische Existenz verfestigt. Diese Form der Manifestation fühlt sich expansiv, flexibel und fließend an. Wir nutzen die energetische Kraft höherdimensionaler, weniger dichte Frequenzen, um unsere Wünsche in die physische, dreidimensionale Realität zu verankern. Wir Vertrauen sind offen und verbunden. Denke an die Formel. Klarer Vorsatz plus eine passende Emotion ergibt eine mächtige Manifestation. Dies ist fünfdimensionale Manifestation. Im Gegensatz dazu steht die dreidimensionale Manifestation, bei der ein Ergebnis durch bloßen Willen erzwungen oder kontrolliert wird. Quantenmanifestation bedeutet, dass wir unser Leben gestalten, anstatt es nur zu überleben. Und wir heißen die Unterstützung des Universums oder der Quelle willkommen, um dies zu tun. Deshalb kann uns der Vollmond im August so sehr helfen. Wenn Gedanken Energie sind und physische Materie zu 99,999999% aus Energie besteht, dann können Gedanken mit Sicherheit in der physischen Welt materialisieren. Zuerst musst du ein klares Quantensignal erzeugen. Das Quantensignal ist eine Verschmelzung der Frequenzen von Geist und Körper. Einfach ausgedrückt, es ist die Kombination unserer Absichten, Wünsche oder Träume und der Gefühle, die unseren Körper bewohnen. Ein kohärentes Signal wird erzeugt, wenn unsere Gedanken mit unseren Gefühlen übereinstimmen und das gewünschte Ergebnis klar visualisiert wird. Dies ist die mächtigste Art von Signal. Sobald wir ein kohärentes Quantensignal erzeugt haben, ist es wichtig, es aufrechtzuerhalten, Tag für Tag, Woche für Woche und Monat für Monat. Währenddessen müssen wir die Quantendankbarkeit aufrechterhalten. Quantendankbarkeit bedeutet, so tief dankbar im gegenwärtigen Moment zu sein, dass wir unsere Bindung an zukünftige Ergebnisse lösen. Ironischerweise zieht dies das zukünftige Ergebnis an, weil die gegenwärtige emotionale Erfahrung mit dem vorgestellten Ergebnis übereinstimmt und dadurch ein kohärentes Quantensignal erzeugt wird. Wie Dr. Dispenza sagt, wenn du dich in einem Zustand der Dankbarkeit befindest, übermittelst du ein Signal ins Feld, dass ein Ereignis bereits eingetreten ist. Sobald du visualisiert hast, was du willst, mit dem Gefühl dieses Wunsches in Einklang bist und Dankbarkeit ausdrückst, als wäre es bereits deine Realität, dann ist es an der Zeit, die Details dem Universum zu überlassen. Um deine Wünsche in dieser physischen Realität zu manifestieren, musst du sie zuerst werden. Wenn du dies tust, erreichst du das Quantenreich, das Reich aller Wahrscheinlichkeiten, und verankerst das gewünschte Ergebnis darin. Du wirst zu einem Magneten dafür, es anzuziehen und es aus allen Potenzialen in diese physische Realität zu ziehen.
Die Art und Weise, wie sich unsere Wünsche letztendlich manifestieren, überrascht uns oft. Das bedeutet, dass wir es nicht hätten vorhersagen können und wir es sicherlich nicht durch den bloßen Willen in der physischen, dreidimensionalen Welt hätten geschehen lassen können. Stattdessen wurden wir so ausgerichtet, so kohärent im Signal, das wir sendeten, dass unsere Absicht ins Quantenfeld griff und die serendipitösen Umstände durchzog, die erforderlich waren, um es geschehen zu lassen. Innerer Frieden in der fünften Dimension. Das Erste, was zu verstehen ist, dass die fünfte Dimension kein Ort ist. Es ist ein Schwingungszustand. Wir können es als Schwingungsbereich betrachten. Es ist kein statischer Zustand. Dieser Schwingungsbereich ist höher als der Bereich, der in den letzten 1000 Jahren auf dem Planeten vorherrschte. Wir können den niedrigeren Schwingungsbereich und die Wahrnehmung die dritte Dimension nennen. In 3D beschäftigen wir uns mit der materiellen Welt und dem physischen und materiellen Überleben. Es ist das Reich des Egos und dies geht mit Kampf, Flucht und Überleben einher. Die fünfte Dimension kann als das Reich der Seele und des Herzens angesehen werden. Wir beginnen, ein größeres spirituelles Bewusstsein zu entwickeln. Wir beginnen zu verstehen, dass es mehr als die materielle Welt der Materie gibt. Wir werden weniger von den Sorgen des Egos und des rationalen Geistes gebunden und interessieren uns mehr für unseren Seelenzweck und warum wir hier auf der Erde sind. Laut Dr. Dispenza gibt es im Quanten eine unendliche Menge an Zeit. Stell dir vor, wie viele Dinge du erledigen könntest, wenn du eine unendliche Menge an Zeit und eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten hättest. Im Quanten gibt es nichts Strukturelles, nichts Materielles, nichts Physisches, keine Form. Du fragst dich vielleicht, woraus besteht es? Es besteht aus Energie, Frequenz, Schwingung, Gedanken, Bewusstsein, Information. Und jeder Gedanke in diesem Bereich hat eine Frequenz. Also existieren alle Möglichkeiten bereits. Du musst keine Möglichkeit erschaffen. Tatsächlich musst du dir nur bewusst werden, dass sie existiert. In dem Moment, in dem du das tust, veränderst du den Gedanken und erzeugst eine andere Frequenz. Nun, wenn die Person empfindlich genug ist, die Frequenz des Gedankens im Quanten zu spüren und nicht auf das Eintreten des Erlebnisses zu warten, würde der Gedanke an Fülle das Gefühl der Fülle erzeugen. Für die meisten Menschen in der dreidimensionalen Realität erzeugt der Gedanke an Fülle das Gefühl des Mangels, es nicht zu haben. Deshalb versuchen sie, es zu erschaffen. Aber im Quanten musst du es fühlen, um es zu erleben. Dr. Dispenza sagt, dass je näher du diesem Punkt kommst, desto mehr Glückseligkeit fühlst du, was bedeutet, dass du nicht mehr aus Mangel heraus erschaffst. Je näher du dem kommst im Schaffensprozess, desto kürzer ist die Distanz zwischen dem Gedanken, was du willst, und der Erfahrung, es zu haben, zwischen der Ursache und der Wirkung von einem Punkt des Bewusstseins zum anderen Punkt des Bewusstseins. Dann können Menschen aus dem Feld erschaffen, anstatt aus der Materie. Wenn sie ein kohärentes Gehirn und ein kohärentes Herz haben und tatsächlich ein kohärentes Signal aussenden und das Gefühl vor der Erfahrung empfinden können, dann erfordern diese Synchronizitäten und Gelegenheiten, die sie aus der fünfdimensionalen Realität erschaffen, weniger Aufwand. Irgendwie wird es zu uns gezogen oder es kommt zu uns. Es kommt auf Weisen, die wir am wenigsten erwarten. Und was tut das? Es beweist dir, dass du der Schöpfer deines Lebens bist. Wenn du also anfängst, die Art und Weise, wie du denkst und fühlst, zu ändern und es beginnt, Ergebnisse in deinem Leben zu erzeugen, wirst du glauben, dass du mehr bist, dass du der Schöpfer deines Lebens bist und weniger das Opfer deines Lebens. Und der schwierigste Teil dabei ist, sich die Zeit dafür zu nehmen. Wir wurden mit freiem Willen beschenkt und die Wahl ist entscheidend. Die höheren Dimensionen drehen sich alle um die Wahl und unsere Macht, die Wahl auszuüben, aber auf viel subtileren Ebenen, als wir in der dritten Dimension gelernt haben. Die Wahl in der fünften Dimension betrifft viel mehr, wie wir denken und was wir glauben und was wir ins Feld einbringen. 5D ist für jeden verfügbar, der es wählt. Wir alle entwickeln uns weiter, aber es liegt an jedem von uns, wie schnell wir uns entwickeln wollen. Ein hochfrequenter Weg steht jedem offen. Anzeichen für den Eintritt in eine neue Phase. Sobald du diesen neuen Seinszustand erreichst und beginnst, die verschiedenen Entscheidungen, die du treffen wirst, und die Vielzahl neuer Dinge, die du tun wirst, und die neuen Erfahrungen, die dich erwarten, mental zu proben, veränderst du dein Gehirn so, dass es aussieht, als hätte die Erfahrung bereits stattgefunden. Wenn du dies tust, installierst du tatsächlich neue neurologische Hardware,
die die Neuroschaltkreise deines Gehirns von einer Aufzeichnung vergangener Erfahrungen zu einer Landkarte für zukünftige Erfahrungen verschiebt. Mit anderen Worten, du bereitest dein Gehirn auf eine neue Zukunft vor. Wenn Menschen diese neue Phase betreten, ist die erste auffällige Veränderung oft eine Verschiebung in der Wahrnehmung von Zeit und Raum. Diese veränderte Wahrnehmung wird als Zeichen der Verbindung mit höheren Energien interpretiert, in denen die Zeit anders funktioniert. Menschen könnten sich auch mehr auf ihre Umgebung und Mitmenschen eingestimmt fühlen. Dies könnte sich als tiefere Wertschätzung für die Natur oder ein Gefühl der erhöhten Nähe zu anderen manifestieren. Weil du dich nicht mehr auf die gleiche vertraute Weise fühlst, verursachen die erhöhten Emotionen, dass dein Körper biologisch aus der Vergangenheit herausgeht, was dann beginnt, neue Gene zu signalisieren, um neue Proteine zu erzeugen, um deinen Körper auf ein zukünftiges Datum mit dem Schicksal vorzubereiten. In dieser Zeit gilt es als entscheidend, den Fokus zu bewahren. Achtsamkeit zu praktizieren und Aktivitäten zu engagieren, die Präsenz fördern, wird empfohlen. Träume könnten lebendiger und mit Botschaften beladen werden, und es wird geraten, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, da sie potenzielle Quellen der Führung für die spirituelle Reise sein könnten. Ein weiteres Zeichen dieser Verschiebung soll der einfachere Zugang zu tieferem Wissen sein. Sobald du deinen Seinszustand änderst, beginnst du eine neue Realität zu sehen und wahrzunehmen, und als Ergebnis beginnen sich Dinge zu verschieben und mit dieser neuen Wahrnehmung zu klicken. Eine Wahrnehmung, die deinem neuen Seinszustand entspricht. Menschen könnten erhöhte Intuition bemerken oder Träume erleben, die Ratschläge zu wichtigen Entscheidungen bieten. Es wird ermutigt, auf diese Instinkte zu hören, da sie als direkte Verbindungen zu deinem tiefsten Selbst betrachtet werden. Wenn Menschen sich tiefer mit diesem höheren Wissen verbinden, könnten sie eine gesteigerte Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten erleben. Ideen und Lösungen könnten leichter erscheinen und aus einer breiteren Wissensbasis schöpfen. Plus Menschen könnten beginnen, mehr Synchronizitäten in ihrem Leben zu bemerken, die als Zeichen gedeutet werden, die sie auf ihren wahren Weg führen. Laut Dr. Dispenza, wenn diese Zeichen beginnen aufzutauchen, liegt das daran, dass du nun energetisch, biologisch, neurologisch, chemisch, hormonell, emotional und genetisch im Einklang mit deinem Schicksal bist. Du bist nicht nur zu ihnen erwacht, sondern du ziehst sie zu dir. Der fünfdimensionale Wandel. Wenn das kollektive Bewusstsein sich ausweitet, könntest du feststellen, dass du stärker auf die Emotionen und Erfahrungen der Menschen um dich herum eingestimmt bist. Diese gesteigerte Empathie kann sowohl bereichernd als auch herausfordernd sein. Wir werden beginnen, das Einssein oder das Bewusstsein der Einheit auf eine intensivere Weise zu verstehen. Wir werden anfangen zu fühlen, dass wir wirklich alle verbunden sind. Wir werden uns selbst und andere als Quelle Energie erleben, und dies wird automatisch mehr Respekt, Liebe und Mitgefühl zwischen Menschen schaffen. Wir werden nicht nach Liebe und Mitgefühl streben müssen. Die Erfahrung von uns selbst und anderen als Quelle Energie wird die Wahrnehmung und daher die Haltung verändern. Wie wir als fünfdimensionale Wesen operieren, wird sich ebenfalls ändern. Zum Beispiel werden wir anfangen, Intuition als gültiges Mittel der Erkenntnis zu schätzen. Wir werden transrational werden und mehr als den rationalen Geist nutzen, um die Realität zu erkennen und zu interpretieren. Während wir uns entwickeln, wird sich unsere Sinneswahrnehmung erweitern und ein viel breiteres Spektrum an Sinnen umfassen. Wir werden multisensorische Wesen werden. In Fünfdimensionale wird es normal sein, intuitiv und hellsichtig zu sein, anstatt etwas Ungewöhnliches oder Seltsames. Wir werden auch die Macht des Denkens in der Schaffung unserer Realität Minute für Minute begreifen. Während wir in Fünfdimensionale übergehen, beschleunigt sich die Manifestation. Es mag nicht augenblicklich sein, aber es wird viel schneller. Wenn wir wirklich verstehen, wie mächtig der Gedanke ist, dann können wir die Verantwortung für uns selbst als Seelen und unsere Seelenrolle als Schöpfer durch diese menschliche Erfahrung übernehmen. Während sich das Mitgefühl ausdehnt, wächst auch das Potenzial für Heilfähigkeiten. Einige könnten natürliche Gaben für Energieheilung entdecken oder sich zu ganzheitlichen Gesundheitspraktiken hingezogen fühlen. Diese Ausdehnung von Empathie und Mitgefühl wird als entscheidender Bestandteil der spirituellen Evolution betrachtet und zeigt einen Wandel hin zu einem herzzentrierten Bewusstsein, das typische Prinzipien der fünften Dimension wie Liebe und Einheit betont.
Ein weiteres bedeutendes Zeichen des Wechsels zur fünften Dimension sind plötzliche und oft überraschende Anpassungen der Karrierewege und Lebenszwecke. Irgendwann auf dieser Reise der Schaffung deiner neuen Zukunft wirst du kleine Zufälle oder Ereignisse bemerken, die in der personalisierten, universellen Sprache der Serendipität und Synchronizität auftreten. Wenn dies beginnt zu geschehen, spiegelt und bestätigt das Quantenfeld, wer du bist. Das liegt daran, dass es eine Bestätigung zwischen deiner inneren Welt der Gedanken und Gefühle und deiner äußeren Welt der physischen Realität gibt. Dann beginnst du, die Gedanken und Gefühle, die du von diesen Momenten der Serendipität und Synchronizität erlebst, zu bemerken und zu erkennen, dass sie den Gedanken und Gefühlen entsprechen, die du jeden Tag in deinen Meditationen erlebst. Die Begeisterung und Inspiration, mit der du den Ereignissen begegnest, liegt darin, dass du beginnst, deine Zukunft zu erleben. Dies hilft dir, dich noch mehr auf dieses Schicksal einzustimmen. Aus der Perspektive der Serendipität und Synchronizität gibt es eine vibrationale Ausrichtung mit deinem Schicksal und deinem neuen Seinszustand. Dies macht dich anfälliger, Dinge aus der Perspektive deines zukünftigen Selbst zu tun, anstatt aus deinem Vergangenen, und wenn du dies regelmäßig tust, beginnst du, eine Gewohnheit zu entwickeln, dein zukünftiges Selbst zu werden. Diese Veränderungen können zunächst beunruhigend sein und sich möglicherweise als starker Drang manifestieren, einen Job oder Beruf zu verlassen, der sich nicht mehr erfüllend anfühlt, auch wenn er zuvor zufriedenstellend erschien. Überlegungen zu Aktivitäten, die Freude bereiten und das Gefühl vermitteln, zu etwas Größerem beizutragen, können wertvolle Hinweise auf den wahren Beruf geben und Entscheidungen leiten, die das äußere Leben mit den inneren Wünschen in Einklang bringen. Diese Veränderungen in der Karriere und im Lebenszweck drehen sich nicht nur darum, den Job zu wechseln, sondern darum, jeden Aspekt des Lebens mit der eigenen spirituellen Mission in Einklang zu bringen. Spirituelle Gaben im fünfdimensionalen Wandel. Während die Menschen tiefer in den Übergang zur fünften Dimension eintauchen, wird eine signifikante Transformation in persönlichen Beziehungen deutlich. Beziehungen, die einst wichtig waren, könnten beginnen zu verblassen und durch Verbindungen von größerer Tiefe und spiritueller Bedeutung ersetzt werden. Dies ist kein Verlust, es ist eine Evolution. Der Zustand fünfdimensionale dreht sich um seelenvolle Verbindungen. Diese Periode erhöhten spirituellen Bewusstseins verändert die Art und Weise, wie man zu anderen Menschen steht und die Dynamik zwischenmenschlicher Interaktionen. Zunächst könnten Menschen feststellen, dass bestimmte Beziehungen nicht mehr mit ihrem neuen Schwingungszustand übereinstimmen. Einige Verbindungen werden mit neuen Frequenzen in Resonanz stehen. Sie werden sich harmonischer, seelenvoller und unendlich bedeutungsvoller anfühlen. Andere könnten sich unharmonisch anfühlen, als wären die einst bindenden Akkorde nun verstimmt. Diese Distanzierung wird als natürlicher Teil der spirituellen Evolution betrachtet, da Menschen nach Verbindungen suchen, die wirklich bereichernd und harmonisch sind. Umgekehrt werden Beziehungen, die diesen Wandel überdauern, wahrscheinlich vertiefen. Das Universum lädt dich ein, dich mit Beziehungen zu umgeben, die deinem höheren Zweck dienen und deine neu erwachte Seele nähren. Manchmal bedeutet dies, dass du dich von Verbindungen, die dir lieb sind, trennen musst, nicht aus Trotz oder Urteil, sondern aus Respekt vor deiner eigenen und ihrer spirituellen Reise. Diese erneuerten Beziehungen sollen auf tieferem gegenseitigem Respekt und Verständnis basieren. Diese fruchtbare Periode spiritueller Entwicklung soll neue Menschen in dein Leben ziehen. Diese neuen Freundschaften und Allianzen, die mit Menschen geschlossen werden, die ähnliche Werte und spirituelle Pfade teilen, bieten wertvolle Unterstützung und ein Gefühl von Gemeinschaft, das die gesamte Erfahrung bereichert. Diese Veränderungen in den Beziehungen sollen als Chancen für Wachstum und weiteres Alignment mit dem wahren Selbst begrüßt werden. Das Teilen von Erfahrungen und Gefühlen auf ehrliche Weise und das Offenbleiben für fortlaufende Veränderungen werden als wesentliche Schritte zur Stärkung der Bindungen betrachtet. Interaktionen mit anderen könnten bedeutungsvoller und absichtsvoller werden. Oberflächliche Gespräche und zufällige Kontakte könnten sich nicht mehr erfüllend anfühlen, da Menschen tiefere und authentischere Verbindungen suchen. Dieser Prozess der Transformation in Beziehungen wird als klarer Ausdruck des spirituellen Wachstums angesehen. Der letzte Schritt im Übergang zur fünften Dimension
ist durch das Erwachen latenter spiritueller Gaben gekennzeichnet. In den frühen Stadien könnten diese Gaben subtil auftreten. Man könnte eine schärfere Intuition, klarere und lebhaftere Träume oder eine tiefere Verbindung mit dem inneren Führer bemerken. Diese werden als Zeichen interpretiert, dass sich spirituelle Fähigkeiten aktivieren und beginnen zu blühen. Mit Hingabe und klarer Absicht sollen diese Gaben deutlicher werden. Menschen könnten Fähigkeiten zur Energieheilung, psychische Fähigkeiten oder natürliche Talente für spirituelle Praktiken wie Meditation oder sogar Wahrsagung entdecken. Es wird ermutigt, diese Gaben mit Begeisterung anzunehmen und mit Neugierde zu erforschen. Es wird empfohlen, Führung und Lernen von erfahrenen Lehrern oder Mentoren zu suchen und sich in Aktivitäten zu engagieren, die diese Fähigkeiten fördern und stärken. Wenn sich diese spirituellen Gaben entwickeln, sollen sie alle Lebensbereiche bereichern. Diese Gaben könnten wertvolle Einsichten und Führung bieten und die Navigation des spirituellen Weges mit größerer Klarheit und Zielstrebigkeit erleichtern. Über individuelle Fähigkeiten hinaus wird das Erwachen dieser Gaben als Förderung eines tieferen Gefühls der Verbindung mit dem Universum und seinen Geheimnissen betrachtet. Wenn diese Fähigkeiten vollständig ins Leben integriert sind, könnten Menschen sich mehr im Einklang mit dem kosmischen Fluss fühlen, offen für das Empfangen und Senden von Energie auf bisher ungeahnte Weisen. Diese Transformation wird nicht nur als persönlich betrachtet, sondern auch als Möglichkeit, zu einem Leuchtfeuer des Lichts und einem Führer für andere zu werden. Während dieses Prozesses könnten auch die kreativen Fähigkeiten eine bemerkenswerte Blütezeit erleben. Künstlerischer Ausdruck, sei es durch Schreiben, Musik, Malerei oder eine andere Kunstform, könnte zu einem kraftvollen Kanal für spirituelle Energie werden. Besondere Tage im August. Einer der herausragenden Tage im August zum Manifestieren ist der 8., der nicht nur der 8. Tag des Monats ist, sondern auch der Zahl 8 in der Numerologie entspricht, einer Zahl, die Fülle und unendliche Möglichkeiten symbolisiert. Nutze an diesem Tag die lebendige Energie, um dich auf deine Träume und Ziele zu konzentrieren. Ob du dir beruflichen Erfolg, persönliches Wachstum oder neue Beziehungen vorstellst, die kraftvollen Schwingungen des 8. Tages können deine Absichten verstärken. Ein weiteres bedeutendes Datum ist der 15., da er unter dem Licht des Vollmonds steht. Vollmonde sind bekannt für ihre Energie der Vollendung und Klarheit, was sie ideal für das Loslassen alter Muster und das Schaffen von Raum für neue Möglichkeiten macht. Nutze diesen Tag, um alles loszulassen, was dir nicht mehr dient, und setze klare Absichten für das, was du in den kommenden Monaten manifestieren möchtest. Vergiss schließlich nicht den 23. August, wenn die Sonne in die Jungfrau übergeht. Dieser Wechsel markiert eine Periode des Fokus und der Praktikabilität, perfekt für detaillierte Planung und das Setzen realistischer Ziele. Die Jungfrauenergie hilft, deine Manifestationen zu erden und deine Träume in umsetzbare Schritte zu verwandeln. Nutze diesen Tag, um deine Pläne zu verfeinern und sicherzustellen, dass du bereit bist, praktische Schritte zu unternehmen, um deine Bestrebungen zu erreichen. Zusätzlich zu diesen wichtigen Daten wird der August auch von der feurigen Löwe-Energie früh im Monat beeinflusst, die zu mutigen und selbstbewussten Manifestationen ermutigt. Ob du mit dem Neumond, dem Vollmond oder planetarischen Übergängen arbeitest, der Monat August bietet fruchtbaren Boden, um deine Wünsche zu verwirklichen. Nutze die Chancen, nutze die Energie und lass deine Manifestationen aufsteigen. Für weitere Informationen zu diesem Thema klicke auf den Link in der Beschreibung oder im angehefteten Kommentar und erfahre mehr über die effizienten alten Methoden, die du nutzen kannst, um das zu bekommen, was du willst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, stelle sicher, unseren Kanal zu abonnieren, um mehr Inhalte wie diesen zu erhalten. Bis zum nächsten Mal.